Ja, liebe Geschwister, willkommen zu Teil 2, Ökumene, Alarm in Zion, Ökumene aus biblischer Sicht. In Offenbarung 12, da wird die reine Frau beschrieben, Kapitel 12, die vor dem Drachen flieht, der Drache verfolgte die Frau und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, und Satan versuchte alles, um diese Frau, diese wahre Gemeinde Gottes, die übrigen, zu bekämpfen und zu besiegen. Aber wir wissen, dass die Frau nicht besiegt wird, dass die wahre Gemeinde nicht untergehen wird. Gott wird seine treuen Kinder weltweit behüten und führen. Und er wird nicht zulassen, dass Satan über sie triumphieren kann. Und ich denke, dass dieser Konflikt zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis, der wird sich immer mehr zuspitzen und auch vor den Gemeinden nicht Halt machen. Und der Weg, sagt Jesus, ist schmal. Und für uns ist in diesem Zusammenhang auch natürlich wichtig, den Willen Gottes zu erkennen, auch für unsere Gemeinden, für unsere Gemeinschaften. Alarm in Zion, Zion ein Sinnbild, ein Begriff für Gottes Volk, für die Treuen. Die Gemeinde Gottes in der Endzeit wird praktisch im Fokus dieser weltweiten Verfolgung stehen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie werden die Treuen nachher bestehen können? Und das wollen wir auch im Rahmen dieses zweiten Vortrags betrachten, den Angriff auf die Gemeinde heute durch Verführung. Und was die Bibel und auch die Zeugnisse über Ökumene und Einheit sagen, über diese falsche Einheit. Ja, wie will man die neue Weltordnung mit dem neuen Weltpapst endgültig erreichen? Eine Frage, die ich mir oft auch gestellt habe, wie will man all die verschiedenen Religionen tatsächlich unter einen Hut bekommen? Dass alle den Sonntag als Feiertag annehmen. So einfach stellt sich so eine Sache ja nicht dar. Aber wir werden sehen, wie diese Boardingliste vervollständigt werden wird. Am 11. September 2001, als das World Trade Center zusammenbrach, durch wen wollen wir jetzt mal offen lassen, aber es hieß jedenfalls, nichts wird mehr sein, wie es war. Der 11. September war ein Ereignis, das wirklich ein weltveränderndes Ereignis war, ein katalytisches Ereignis, sagt man auch katalytisch, von Katalysator beim Auto, ein Nachbrenner, etwas, was etwas beschleunigt. Und was hat der 11. September 2001 beschleunigt? Ohne Zweifel das Voranbringen einer neuen Weltordnung. Nichts wird mehr sein, wie es war. Bestimmte Konflikte, die danach kamen, Golfkrieg und so weiter, verschiedene Kriege, Afghanistan und so weiter. Also die Umsetzung einer neuen Politik, auch in Amerika, aber weltweit, ein weltveränderndes Ereignis. Die Welt war unter Schock und der Einfluss bis nach Europa, bis um die ganze Welt, kann man sagen. Jesus sagt, am Ende der Zeit haben wir gewaltige Verführungen zu erwarten, große Zeichen und Wunder, im Namen Jesu sogar. Falsche Propheten, wohlklingende Reden und schöne Worte, die haben wir schon betrachtet. Ein weltweiter Abfall, sagt Paulus, vor der Wiederkunft Christi. Könnte es sein, dass, um die Religionen alle unter einen Hut zu bekommen, es so ein weltweites katalytisches Ereignis geben muss, dass alle wirklich dann bereit sind, ja, sich Rom unterzuordnen? Wäre es möglich? Wir wollen das untersuchen. Was sind Satans Pläne für unsere Zeit? Es ist gut, die Pläne des Feindes zu kennen, weil dann kann man sich darauf einstellen und entsprechend reagieren. Was sind die Pläne Satans für unsere Zeit? Schwester White schrieb vor über 100 Jahren, wenn der Protestantismus seine Hand über die Kluft hinweg strecken wird, um die römische Macht zu ergreifen, wenn er über die Kluft hinweg dem Spiritismus die Hand reicht, dann werden wir wissen, dass die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen und das Ende nahe ist.
Was ist 1994 passiert? Was ist 1999 passiert? Der Protestantismus hat seine Hand ausgestreckt über den Abgrund zum Spiritismus. Also schon seit einigen Jahren, kann man sagen, seit inzwischen über 10 Jahren, ist das schon passiert. Und Schwester Weid schreibt, wenn das passiert ist, dann dürfen wir wissen, dass die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen ist und das Ende nahe ist. Wie können wir uns nun dieses außergewöhnliche Wirken Satans vorstellen? Die Reformation Luthers, wie gesagt, aufgehoben, die Hand über den Abgrund. Was sind jetzt die Pläne Satans? Fakt ist, nicht nur die Protestanten, die ganze Welt hat heute längst die Hand des Spiritismus ergriffen. Die Politiker, die anderen Religionen, die Protestanten, da scheint praktisch kein Halt mehr zu sein. Die ganze Welt hat diese Hand ergriffen. Was haben wir also zu erwarten? Wie wird sich Satan offenbaren? Wie wird Satan erscheinen und wirken? Die Bibel sagt uns im 2. Korinther 11, Vers 14, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Satan ist nicht, wie uns in der Kirche oder in den Kirchen oftmals erzählt wurde oder Bilder gezeigt wurden, ein gehörnter Teufel, sondern die Bibel beschreibt Satan als Engel des Lichts, als Luzifer, als Lichtbringer, ja. Ein Engel des Lichts könnte es sein, dass Satan eine Vortäuschung der Wiederkunft Christi machen wird. Die Bibel sagt, der Jesus wird kommen in den Wolken des Himmels. Könnte es sein, und ihr mögt jetzt vielleicht schmunzeln, aber könnte es sein, dass Jesus, dass Luzifer, dass Satan vielleicht wie mit einer Art UFO erscheinen wird? Wir wollen das mal untersuchen und fragen, ob Satan sich vielleicht so auf diese Art als Engel des Lichts offenbaren wird. Schwester Weid schreibt, in den letzten Tagen wird Satan in einer Weise erscheinen, dass die Menschen glauben, es sei das zweite Kommen Christi. Aber wenn er Christi erscheinen in jeder Einzelheit nachahmen wird, soweit es sich dabei um die äußere Erscheinung handelt, werden dadurch nur diejenigen getäuscht werden, die wie Pharao versuchen, der Wahrheit zu widerstehen. Also Satan wird Christi erscheinen, versuchen, in jeder Einzelheit nachzuahmen. Die Bibel sagt, Christus kommt in den Wolken. Wird Satan also auch in den Wolken erscheinen? Tatsache ist, dass wir heute weltweit eine UFO-Welle haben. Es scheint so, als würde die Welt vorbereitet werden. Außerirdische besuchen unsere Erde. Oder Kinofilme, unheimliche Begegnung mit Außerirdischen. Oder auch von Däniken, eins der neueren Bücher, die Rückkehr der Außerirdischen. Also die Welt scheint durch Bücher und Fernsehfilme und Kinofilme vorbereitet zu werden auf so eine Begegnung mit Außerirdischen. Kino, Fernsehen, Bücher, Internet, könnt ihr überall solche Filme und solche Kommentare auch lesen. Aber nicht nur im Internet und im Kino, sondern auch ernsthafte Wissenschaftler setzen sich mit dieser Frage auseinander. Die Royal Society, das ist eine Vereinigung von Wissenschaftlern in England, weltweit aber tätig. Nebenbei gesagt, auch der Dr. Veit war angestellt bei der Royal Society. Menschenähnliche Außerirdische werden unsere Welt verändern. So lautet ihre Prognose. Eine Royal Society-Publikation fordert sogar eine UNO-Kommission für den Kontakt mit Außerirdischen. Wenn wirklich Außerirdische kommen, ja, wer soll dann mit denen sozusagen Kontakt aufnehmen? Erstkontakt. Natürlich die UNO. Und es ist interessant, was diese Wissenschaftler prophezeien. Sie haben eigentlich zwei Punkte. Punkt 1 ist, dass sie sagen, naja, aufgrund der Evolution müssen wir vorsichtig sein mit diesem Erstkontakt, weil wenn die Evolution wahr ist und der Stärkere sich durchsetzt und diese Wesen über eine viel höhere Technologie verfügen als die Menschen, dann ist anzunehmen, dass sie bösartig sind, weil die Evolution
neigt er dazu, dass die Wesen der Stärkere sich durchsetzt. Der andere Aspekt, den sie beschreiben, ist, dass sie einen Zusammenbruch der Glaubenssysteme erwarten. Und dieser Aspekt ist für uns interessant. Sie sagen also, dass ein Kontakt mit Außerirdischen zu einem Zusammenbruch der Glaubenssysteme führen könnte. Wir wollen diesen Gedanken mal im Hinterkopf behalten. Was sagen Spiritisten und Okkultisten über die UFOs? Sie sagen, fremde Wesen aus dem Weltraum werden unseren Planeten mit einer Botschaft des Friedens besuchen. Die Bibel sagt, wenn sie Friede, Friede rufen, Friede und Sicherheit, und genau das sagen Okkultisten, werden solche Wesen offensichtlich verkünden, das erwartet man, eine Botschaft des Friedens. Wird die Welt also durch New Age und UFO-Welle vorbereitet? Die Botschaft der Okkultisten ist, der einzige Weg, die Weltprobleme zu lösen, ist der, dass diese Wesen uns helfen. Es gibt Filme im Internet, wo gezeigt wird mit UFOs, wo gesagt wird, sie beobachten uns schon seit Jahren und sie warten jetzt nur noch auf den Zeitpunkt einzugreifen. Ja, solche Filme kursieren heute, auch Bücher und so weiter. Also die Öffentlichkeit wird vorbereitet scheinbar auf solchen Kontakt mit Außerirdischen. Wer vertritt die Erde, wenn Außerirdische kommen? Welt Online, immerhin eine renommierte Zeitung. Und man mutmaßt natürlich die UNO. Die Bibel sagt, es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, um sie zu verführen. Interessant für uns ist natürlich, ökumenemäßig jetzt betrachtet, alle Religionen, alle großen Religionen warten heute auf einen Messias, auf den neuen Weltlehrer, auf den Maitreya, das New Age beispielsweise, oder auf den Buddha, oder auch die Moslems auf den Imam Mahdi. Alle großen Religionen warten heute auf das Erscheinen eines Messias. Und auch die Protestanten, nebenbei gesagt, machen massiv Werbung für Israel. Überlegt mal, da wird viel Werbung gemacht, viel erzählt. Israel ist das auserwählte Volk, Jerusalem ist die Stadt Gottes. Immer wieder wird Propaganda gemacht, Werbung für Israel, für Jerusalem. Aber wer wird in Jerusalem als erstes erscheinen? Wird Christus tatsächlich die Erde betreten, wenn er kommt? Nein. Die Bibel sagt im Thessalonicher Brief, da sagt Paulus, wir, die übrig gebliebenen, werden dem Herrn entgegengerückt. Aber Protestanten glauben, dass der Messias natürlich und die Juden auch natürlich wo erscheint? In Jerusalem. Könnte es also sein, dass Jerusalem eine Endzeitfalle sozusagen für die Menschen wird, dass Satan natürlich dort erscheinen wird, weil die Menschen ihn dort logischerweise in der Stadt Gottes erwarten? Wir wollen es mal betrachten. Wo könnte er also erscheinen? Voraussichtlich wohl in Jerusalem, denn Jerusalem gilt weltweit als die Stadt Gottes. Auch die Freimaurer schon seit Jahrhunderten proklamieren Jerusalem für sich als Hauptstadt der neuen Weltordnung. Also auch die Freimaurer. Wir sehen die neue Weltordnung, Freimaurertum, der Welttempel, die Weltfriedenstadt, das neue Jerusalem, aber nicht das neue Jerusalem, was wir aus der Bibel in Offenbarung 21, 22 erwarten, das vom Himmel kommt, sondern sie wollen das neue Jerusalem auf Erden bauen. Auch der Vatikan hat ein Ziel. Und das heißt Jerusalem. Vertrauliche Enthüllungen offenbaren, dass Jerusalem der zweite Vatikan der Welt werden soll. Und alle drei großen Religionen, wie der Papst andeutete, der Autorität Roms unterstehen sollen. Sie ist die wahre Kirche. Aber interessant, Jerusalem, ein neuer Petersdom, ein neuer Vatikan, offensichtlich geplant in Jerusalem. Und erinnern wir uns an die Kreuzzüge, die Eroberung Jerusalems schon vor über 2000 Jahren, als die Truppen, Kreuzritter für den Papst Jerusalem erobern wollten, die Stadt Gottes. Heute sind es die modernen Kreuzritter, der geheimen Orden der Grabesritter im Kölner Dom beispielsweise, die sich massiv für Jerusalem
einsetzen und Jerusalem auch für den Papst gewinnen wollen. Interessant auch, was der ehemalige Staatspräsident Israels, Ben-Gurion, 1962 sagte. In Jerusalem werden die Vereinten Nationen, wirklich vereinte Nationen, einen Schrein des Propheten erbauen. Dies wird der Sitz des obersten Gerichtshofs der Menschheit sein, wie von Jesaja prophezeit. Er beruft sich hier also auf die Prophetie von Jesaja. Die Völker werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Und von Jerusalem wird Weisung ausgehen an alle Völker, an alle Nationen. Ja? Darauf beruft sich hier der Ben-Gurion. Also auch er gibt Jerusalem eine endzeitliche, wichtige Bedeutung. Licht aus Zion, Hoffnung für die Welt. Das ist praktisch, so wie heute Werbung auch für Israel und für Jerusalem gemacht wird. Schwester Weid schreibt, da sich der Spiritismus dem heutigen Namenschristentum anpasst, hat er größere Macht zu hintergehen und zu verstricken. Er wird sich als ein Engel des Lichtes erscheinen. Durch die Wirksamkeit des Spiritismus werden Wunder geschehen, Kranke werden geheilt, viele unstreitig übernatürliche Taten vollbracht werden. Und da die Geister ihren Glauben an die Bibel beteuern und Achtung vor der Einrichtung der Kirche bekunden, wird ihr Werk als eine Offenbarung göttlicher Macht angenommen werden. Mit anderen Worten, wenn solche Erscheinung kommen wird, und sie wird kommen, wird sie praktisch ihren Glauben an die Kirche, an die Einrichtung der Kirche bekunden, ihren Glauben an die Bibel bekunden. Sie werden also als christlich erscheinen, als eine Offenbarung, als eine Neuoffenbarung göttlicher Macht. Wie haben die Wissenschaftler gesagt, was wird mit den Glaubenssystemen passieren bei solch einer Offenbarung? Sie haben gesagt, die Glaubenssysteme werden vermutlich zusammenbrechen. Schwester Weid schreibt, sie werden den Glauben an die Bibel beteuern, an die Einrichtung der Kirche, als eine Offenbarung göttlicher Macht. Könnte es sein, dass wenn solch eine Erscheinung kommt, die anderen Religionen erkennen müssen, dass die Kirche und der christliche Glaube, weil diese Wesen sich ja zur Bibel bekennen werden, der einzig wahre ist und dass man sich dann also auch dem Papst beugen wird? Wir werden es sehen. Glieder der Kirche lieben, was die Welt liebt und sind bereit, sich mit ihr zu vereinen. Satan ist fest entschlossen, sie zu einer Gemeinschaft, neue Weltordnung, zu verbinden. Und seine Sache dadurch zu stärken, dass er alle in die Reihen des Spiritismus treibt, alle Religionen hin zum Papsttum. Katholiken, die Wunder als ein Zeichen der wahren Kirche ansehen, werden durch diese wunderwirkende Macht leicht getäuscht werden. Und Protestanten, die den Schild der Wahrheit, was ist der Schild der Wahrheit? Die den Schild, die Bibel beiseite gelegt haben, werden ebenfalls hintergangen werden. Also Satans Ziel, eine Gemeinschaft weltweit, eine neue Weltordnung sozusagen und gewaltige Wunder. Schwester Weid schreibt weiter, sie werden in dieser Vereinigung eine große Bewegung sehen, die die Welt bekehrt und die lang erwartete tausendjährige Regierung Christi ankündigt. Durch den Spiritismus erscheint Satan als Wohltäter des Menschengeschlechts, indem er die Krankheiten des Volkes heilt und vorgibt, was zu tun? Eine neue und erhabenere Religion einzuführen. Was haben die Wissenschaftler gesagt, wenn so eine Offenbarung kommt? Alle Glaubenssysteme werden zerbröseln. Was sagt Ellen White? Wenn diese Offenbarung Satans kommt, was wird geschehen? Satan wird sagen, dass er eine neue, erhabenere Religion einzuführen hat. Nämlich die Welteinheitsreligion der neuen Weltordnung. Das wird die Stunde der endgültigen Vereinigung und Welteinheitsreligion werden. Und wo? Vermutlich in der Stadt Gottes. Er wird kommen, um Jesus Christus zu personifizieren und mächtige Wunder wirken. Und die Menschen werden niederfallen und ihn als Jesus Christus anbeten. Es wird uns befohlen werden, dieses Wesen anzubeten, dass die Welt als Christus ehren wird. Gekrönte Häupter, Präsidenten, Machthaber werden sich seinen falschen Lehren beugen.
Und was für eine Lehre wird das hauptsächlich sein? Das Sonntagsgesetz. Erinnern wir uns, Konstantin machte die Ökumene zuerst, die Einigung der Heiden, der Religion, und was kam dann? Das Sonntagsgesetz. Am Ende der Zeit, weltweite Ökumene, aber wie sind alle in ein Boot zu kriegen? Nur durch eine gewaltige Erscheinung, durch ein katalytisches Ereignis sozusagen, durch ein außergewöhnliches Ereignis, ein übernatürliches Ereignis, nämlich das Erscheinen Satans, der dann eine neue Weltreligion einführen wird. Alle Religionen werden zerbröseln wie Mürbekeks, sie werden es als eine neue göttliche Offenbarung anerkennen müssen, weil diese Zeichen und Wunder hat noch nie ein Mensch so vorher gesehen, außer zur Zeit Jesu. Und deshalb muss es Jesus sein, der wiedergekommen ist. Die letzte Täuschung Satans, Jesus ist wiedergekommen. Und der Sonntag als weltweiter Anbetungstag. Können wir uns das vorstellen, dass es so in etwa passieren könnte? Wir dürfen gespannt sein, wir leben in einer spannenden Zeit. Ich sage nicht, dass es so ist, aber ich halte es für sehr möglich. Ja. Wahrscheinlichkeit ist groß. Und wisst ihr, was interessant ist? Ein halbes Jahr, nachdem ich diesen Vortrag damals ausgearbeitet habe, erschien ein PM-Magazin. Und wisst ihr, was auf dem Titelblatt drauf war? Der Papst und ein UFO. Und in dem Artikel heißt es, unbekannt war bisher, dass sich auch die Kirchen auf solch ein Ereignis vorbereiten. Das Fundament, auf dem die Religionen errichtet wurden, so heißt es weiter in dem Artikel, werde zerbröseln wie ein Mürbekeks, sobald das erste Raumschiff auf der Erde landet. Schwester Weiz sagt, wenn Satan erscheint, wird er eine neue, erhabene Religion einführen. Die Wissenschaftler sagen, die Religionen werden kaputt gehen, zerbröseln. Und auch das PM-Magazin, der Vatikan, im Prinzip in dem Artikel sagt, die Religionen werden zerbröseln wie Mürbekeks. Eine neue Offenbarung. Und nicht nur PM, sondern interessant ist, am 13., also ein bisschen später dann, jetzt im Mai, da gab es Nachrichten, ging durch die Nachrichten, außerirdischer Besuch, UFO über dem Vatikan gefilmt. Klar, es gibt manche Sachen, die Spinnerei sind, will ich gar nicht abstreiten, 90% wahrscheinlich. Aber hier waren es italienische Soldaten einer Luftwaffeneinheit, die dieses Objekt beobachtet und gefilmt haben, ging auch durch die Nachrichten. Also die Welt scheint auf so etwas irgendwie vorbereitet zu werden. Wir wissen, die Bibel sagt, es sind Geister von Dämonen, die Zeichen und Wunder tun. Es sind mit Sicherheit keine echten außerirdischen Personen, weil die könnten gar nicht so einfach Lichtjahre durchs Universum reisen, ohne Schaden in irgendeiner Form zu nehmen. Aber interessant auch UFOs über Jerusalem. Und das habe ich in Berlin fotografiert, nebenbei gesagt, an der Bushaltestelle bei uns. Die Juden sind auserwählt, heißt es da. Und was seht ihr im Hintergrund? Ein UFO. War in diesem oder im letzten Jahr an der Bushaltestelle. War eine Ausstellung über Israel, über die Juden. Aber interessant, die Juden sind auserwählt und man bringt es in Verbindung mit einem UFO. UFOs auch über Jerusalem gesichtet, auch das ging durch CBS News. Also wir dürfen gespannt sein, wie sich die Dinge in den nächsten Monaten entwickeln. Ellen White sagt, wenn der Protestantismus die Hand über den Abgrund reicht, dann dürfen wir wissen, dass die Zeit für das außergewöhnliche Wirken, für außergewöhnliche Zeichen und Wunder, wir müssen auf alles vorbereitet sein, gekommen ist. Ja, liebe Geschwister, jetzt wird es auch nochmal etwas problematisch, etwas schwierig. Jetzt geht es um die Frage, wie denkt Gott über solche Bündnisse? Und das ist natürlich ein heißes Thema und ich möchte deshalb auch an dieser Stelle nochmal sagen, es geht hier nicht darum, Menschen in irgendeiner Weise anzugreifen oder auch Organisationen, sondern es geht einfach um die Frage, wie denkt Gott darüber,
sollten wir an solchen Bündnissen teilhaben oder nicht? Hier geht es um ACK, um Ökumene. Wie denkt Gott eigentlich über solche Zusammenschlüsse? Im ersten Buch Mose erfahren wir eigentlich ein Grundprinzip Gottes. Da heißt es, und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott tat was? Er schied das Licht von der Finsternis. Schwester Weid schreibt, Gott hat keine Grauzone geschaffen, sondern sie sagt, da ist eine Trennungslinie zwischen Licht und Finsternis. Eine klare Trennungslinie. Sie schreibt, Satan dagegen, der möchte gerne eine Grauzone schaffen. So einen Bereich zwischen Licht und Finsternis. Aber sie sagt, Gott möchte eine klare Trennung zwischen Licht und Finsternis. Das war auch das Grundprinzip der Schöpfung Gottes. Trennung von Licht und Finsternis. Geht nicht unter fremdem Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Und jetzt kommt der Aufruf, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt Unreines nicht an und ich will euch aufnehmen. Gottes Aufruf, ganz klar, geht hinaus, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Das war seit jeher so. Israel sollte ein abgesondertes, ein heiliges Volk sein. Sie sollten mit den Heiden keine Gemeinschaft pflegen, weil die Gefahr des Abfalls viel zu groß ist. Schlechter Umgang, sagt die Bibel, verdirbt die guten Sitten. Und deshalb sollte Israel sich getrennt halten. Licht und Finsternis, da ist keine Grauzone. Aber wir Menschen, müssen ja ehrlich sagen, wir neigen immer zu so einer gewissen Grauzone. Ja, die Einheit, für die Jesus bat. In der Ökumene hören wir oft, wie der Papst auch in seiner Veröffentlichung geschrieben hat, ut unum sint, dass alle eins seien. Dieser Text in Johannes 17 wird von der Ökumene im Prinzip missbraucht. Sie sagen, dass praktisch damit alle eins seien, aber sie benutzen immer nur eine gewisse Textpassage. Sie nehmen es praktisch aus dem Zusammenhang. Wenn man den Zusammenhang betrachtet von Johannes 17, dann wird man feststellen, dass Jesus nicht für die Welt bittet, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein und alles, was mein ist, ist dein und so weiter. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Jesus betet hier für seine wahren Nachfolger, für die, die wirklich wiedergeboren sind. Heiliger Vater, bewahre sie, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Diese Nachfolger, diese wahren Wiedergeborenen, die sollen eins sein. Also Einheit der wahren Wiedergeborenen, aber nicht, Jesus hat nicht gebetet für die Einheit der Welt und der ganzen Religion. Nicht für die Welt bete ich, diese Treuen haben Gott und Jesus erkannt, sie haben Gottes Wort angenommen, nicht die Lehre beiseite geschoben, sondern sie haben erkannt, dein Wort ist Wahrheit. Jesus ist in ihnen verherrlicht, die Welt macht mit ihnen Freundschaft, die Welt hasst sie, die Welt kann diese Christen, diese wahren Christen nicht ertragen. Weil die sind ihnen irgendwie ein Dorn im Auge. Sie sind nicht guten Willens. Die machen nicht alles mit. Versteht ihr? Die Welt hasst sie. Sie sind nicht von der Welt. Zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Die an ihn glauben, sagt Jesus, die sollen eins sein. Ich bin in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollendeter Einheit gelangen. Das ist der Wunsch Gottes, uns zur vollständigen Einheit auch zu führen, aber nicht mit den ganzen religiösen Kulten. Wir können also sagen, wahre biblische Einheit umfasst die an Jesus glauben, die sein Wort als Wahrheit bewahren, in der Welt aber nicht von der Welt sind, die von der Welt gehasst werden. Wahre Einheit kommt zustande durch Missionierung und Evangelisierung, verboten in der neuen Weltordnung, verboten in der Ökumene. Wahre Einheit kommt durch den Heiligen Geist. Durch den klaren Ruf zum rettenden Glauben an Jesus Christus und zur Lebensübergabe an Jesus.
Sie duldet keine Irrlehre, wahre Einheit duldet keine Irrlehre und sie duldet keinen Abfall. Paulus sagt, verflucht ist, wer euch ein anderes Evangelium verkündet. Amen. So, und das ist natürlich fundamentalistisch. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist, was Christen eigentlich glauben, glauben sollten. Aber sie werden heute verführt durch schöne Worte zur falschen, unbiblischen Einheit. Ihr habt interessanterweise Johannes 17, die wahre Einheit, und Offenbarung 17 auch von Johannes geschrieben, die falsche Einheit. Könnt ihr euch leicht merken, Johannes 17 und Offenbarung 17, die falsche Einheit. Sie umfasst die ganze Menschheit, nicht nur die an Jesus glauben, sondern wir sehen alle Religionen. Sie hurt mit allen Religionen und Ideologien, nicht auf der Grundlage der Wahrheit, sondern falscher Lehren. Sie verfolgt die wahren Gläubigen. Ihr werdet von allen gehasst werden. Mission wird ersetzt durch Dialog. Man macht verharmlost praktisch die Ökumene zu einer netten Gesprächsrunde. Ja, Dialog ersetzt praktisch Missionierung. Man kommt dort mit den Pastoren zusammen, man unterhält sich nett, aber wir werden sehen, man muss von gewissen Glaubenspunkten Abstand nehmen. Manche Dinge sollte man doch nicht zu deutlich aussprechen in der Ökumene. Mission wird ersetzt durch Dialog. Umgeht den Ruf zur Bekehrung, keine Liebe zur Wahrheit, duldet Irrlehre durch Vermischung der Ideologien. Babylon heißt auch Verwirrung, Vermischung. Nicht durch den Heiligen Geist dieser Einheit, sondern durch menschliche Gesetze und Organisationen. Wir sehen also wahre und falsche Einheit, man kann es eigentlich sehr einfach trennen. Aber viele sind heute verführt und sie kennen die Bibel nicht. Hosea 4, Vers 6 sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Viele studieren die Schrift nicht, viele Christen, und deshalb gehen sie auch in die Irre. Wahre biblische Einheit nach den Reformatoren war solo Christo, nur Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Ökumene sagt, Christus und andere Religionen. Versteht ihr? Die Reformatoren sagen sola scriptura, nur die Schrift. Das sagen wir auch, nur die Bibel. Aber die Ökumene sagt, die Bibel und die Tradition. Die katholische Kirche sagt, die Bibel und Tradition. Wahre biblische Einheit sagt sola fide, nur durch den Glauben errettet. Die falsche, unbiblische Einheit sagt Glaube und Werke. Ja, die Pilgerfahrten, Gebete zu den Heiligen. Wir haben praktisch Verdienst an den Heiligen auch. Sola gratia, nur aus Gnade errettet. Die neue Weltordnung sagt, die Gnade und Verdienste der Heiligen retten. Ja, also sobald jemand kommt, Christus und, dann wissen wir, es ist die falsche Einheit. Ja? Aber solo Christo, sola scriptura, sola fide, sola gratia, das sind die vier reformatorischen Soli und die sollten wir auch beherzigen. Im Gegensatz also zu den Worten Jesu, der Missbrauch von Johannes 17, man ist bestrebt auf Einheit, auf Kosten biblischer Wahrheit. Es ist eine Einheit ohne Jesus, ohne den wahren Jesus. Es ist ein falscher Jesus, der verehrt wird. Es ist eine Einheit ohne den Heiligen Geist. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus allein und nicht Jesus und. Ja, kann man irgendetwas sagen, das ist neu? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Und wir können sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Bei Konstantin, die Geschichte wiederholt sich heute. Und so ist es auch mit dem antiken Babylon. Schon einmal gab es den Versuch, ein Weltreich zu schaffen. Menschen wollten einen Turm bauen, Babel, das Tor zu den Göttern. Babel heißt eben auch Verwirrung, weil Gott dort die Sprachen als Gericht verwirrt hat. Und so war das antike Babylon, dieser Versuch, ein Weltreich zu schaffen.
Babylon hatte eigentlich besondere Kennzeichen. Einmal natürlich Selbstüberhebung, ich, der große Nebukadnezar, Götzendienst, Abfall von der wahren Anbetung, wir können sagen falsche Anbetung in Babylon, wir denken an das Standbild. Wir denken auch an Verfolgung. Nebukadnezar und auch Belsazar ließen ja die treuen Gläubigen verfolgen, der Ofen der Verfolgung. Und dann auch das Menetekel natürlich an der Wand, das Gericht, der Untergang von Gott prognostiziert, vorhergesagt. Also Babylon, ein Symbol für Stolz, für Selbstüberhebung, Götzendienst, auch für Verfolgung der wahren Gläubigen, Schwelgerei und letztlich für das Gericht Gottes. Und so kam es auch. Babylon sollte eine ewige Trümmerstätte werden und das ist es auch bis heute. Saddam Hussein hat versucht, es aufzubauen, aber dann kam der Golfkrieg und Babylon im heutigen Irak nach wie vor eine Trümmerstätte. Wir haben wichtige Parallelen natürlich für unsere Zeit, Babylon und Ägypten, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Sinnbilder für Liebe zur Welt, Götzendienst, falsche Anbetung, heidnische Religion, Abfall von Gott, aber auch Gericht Gottes. Babylon und Ägypten stehen praktisch unter der Gerichtsandrohung Gottes. Israel sollte verführt werden zu Götzendienst und Weltliebe, zum Abfall vom wahren Gott. Und meint ihr, dass heute etwas Ähnliches passiert? Passiert heute nicht genau das Gleiche, dass die Christen auch verführt werden, auch Adventisten verführt werden, zu einer falschen Anbetung möglicherweise, zur Weltliebe, zu Götzendienst? Die Versuchung der Kinder Israel, Verführung zum Abfall von Gott. Daniel, der Prophet Daniel, schönes Beispiel. Er sollte einen neuen Namen bekommen. Der Name steht wofür in der Bibel? Für den Charakter. Bewusstseinsänderung. Ist das ein Wort, das wir heute hören? Immer wieder. Babylon hat praktisch damals schon versucht, Bewusstseinsveränderung zu bewirken bei den gefangenen Juden. Bewusstseinsveränderung wodurch? Durch den Umgang wo? Im Tempel Gottes oder den Umgang im Tempel Babylons? Wo wurde der Charakter verändert? Babylon. In Babylon, ja. Genau. Also, der schlechte Umgang sollte auch die guten Sitten nach Möglichkeit verderben. Das war der Wunsch von Nebukadnezar. Ein neuer Name, eine neue Gesinnung, Bewusstseinsänderung, ein anderer Charakter. Sind wir gewappnet, wenn wir Umgang mit Leuten haben, die nicht so gut sind für unseren Umgang? Lassen wir uns dann auch leicht beeinflussen, negativ? Oder ist es immer so, dass wir sehr stark sind und den anderen vom Negativ ins Positiv ziehen? Ist es nicht eher andersrum, dass wir schneller runtergezogen werden, als den anderen hochzuziehen? Verführung zum Götzendienst, Verführung zu falscher Anbetung, auch heute möglich? Ich denke ja. Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, ohne meinen Geist. Die Ökumene ist solch ein Plan, ohne Gott, ohne Gottes Geist. Die zurück nach Ägypten ziehen, sich unter den Schutz des Pharao zu flüchten. Konstantin und die Kirche. Konstantin, der Herr über die Kirche war, sie geschützt hat auch, so wie heute der Staat die Kirche schützt. Und am Ende der Zeit auch die neue Weltordnung, die Kirche natürlich, die Staatskirche, schützen wird. Also Menschen, Christen, die auch heute wieder zurück nach Ägypten ziehen, sich unter den Schutz des Pharao flüchten, Zuflucht suchen im Schutz, im Schatten Ägyptens. Aber der Schutz des Pharao wird was werden? Er wird euch zur Schande werden, zur Schmach. Die zu den Sehern sagen, ihr sollt nicht sehen. Hören wir das heute auch, dass Menschen, vielleicht auch Adventisten, uns sagen, wir wollen von diesen Dingen nichts hören. Schaut uns nicht diese Sachen, wir wollen von Ellen White, wir haben heute in der Sabbatschule darüber gesprochen, über die Gräber, die man verehren kann, aber im gleichen Atemzug kann man praktisch jemanden auch, ja, wie soll ich sagen, verunehren. Auf der einen Seite wird das Grab verehrt,
aber im Leben wird dieser Mensch gar nicht weiter beachtet. Und so ist es heute oftmals auch mit Ellen White. Der Grabstein wird vielleicht noch verehrt, die tote Prophetin, aber ihre lebenden Worte, ihre Bücher, werden die noch verehrt, noch getragen? Die sagen, schaut uns nicht das Richtige, sagt uns angenehme Dinge, die schaut uns Täuschungen, verlasst den Weg und biegt ab von dem Pfad. Das ist, was die Gegner Gottes von uns möchten, liebe Geschwister, dass wir abweichen von dem Pfad Gottes. Aber Gott sagt, weil ihr dieses Wort verwerft, will ich auch euch verwerfen. Und zwar wie ein Bruchstück aus einer Mauer, die plötzlich unversehens einstürzt. Israel hat genau den gleichen Fehler gemacht, wie wir ihn heute eigentlich in der Ökumene sehen. Pläne und Bündnisse, Staat und Religion ohne Gott, will Frieden und Anerkennung der Kirchen und Welt durch Kompromisse, Zuflucht und Schutz beim Staat, liebt Schmeicheleien, keinen Sektenmakel, will nicht an Sünder erinnert werden, ist der Weg des Glaubenskampfes zu schmal. Sie vertraut den Verdrehungen des Wortes Gottes, im Prinzip in der Ökumene, verwirft Gottes Wort. Sie will den Segen Gottes, aber ohne Bedingungen zu erfüllen, verwirft die wahren Propheten Gottes, würde durch Buße gerettet, nicht Ökumene, sondern Vertrauen in Gott ist Stärke, ja, aber sie vertrauen eben in die Ökumene, hat nicht gewollt, wollte keine Umkehr, endet im Gericht über Hure Babylon. Das ist praktisch die Ökumene und genauso ging es Israel. Sie haben sich von Gott getrennt, sie wollten es den Heiden gleich machen, sie wollten nicht den schmalen Weg gehen, ja, und haben die Propheten verworfen. Deshalb musste Gott auch sagen, wie ist zu Hure geworden, die treue Stadt, Jerusalem. Sie war voller Recht, Gerechtigkeit und jetzt Mörder. Götzendienst und Abfall von Gott im Hause Gottes. Alarm in Zion. Nicht irgendwelche heidnischen Religionen, sondern Götzendienst im Hause Gottes. Gottes Volk wurde zum Götzendienst verführt. Das antike Babylon, haben wir gesehen, Götzendienst, falsche Religion, falsche Anbetung, aber Johannes sah auch das endzeitliche Babylon in Offenbarung 17. Die Hure Babylon auf dem Tier, die Frau, ein Symbol wofür? Für die Kirche. Und das Tier, wofür ein Symbol? Für den Staat. Die Kirche benutzt das Tier, den Staat, für ihre Zwecke. Sie reitet das Tier. Denken wir an die Europamünze, an den Euro. Da ist die Frau auf dem Stier, die Frau auf dem Tier. Ja? Ist auch ein Symbol für Europa, die Frau auf dem Tier, interessanterweise. Ja? Also die Hure Babylon, die Kirche, die den Staat, die den benutzt, das Papsttum im Endeffekt. Eine Mischung aus Religion und Diplomatie, politischer Macht. Die biblische Symbolik, die reine Frau, Gottes treue Gemeinde, die abgefallene ist die Hure, die abgefallene Kirche. Johannes sah diese Hure an vielen Wassern. Sie huret mit den Königen der Welt. Die Welt ist trunken von ihrem Wein. Der Wein in der Bibel ein Sinnbild für die Lehre, also von ihren falschen Lehren trunken. Sie hat Lästernamen, sie lästert Gott in Wahrheit. Sie spricht zwar von Gott, aber in Wahrheit lästert sie Gott. Sie trägt die Farben Purpur und Scharlach. Sie ist übergoldet mit Gold, Edelsteinen und Perlen. Und die Bibel sagt interessanterweise auch, sie ist die Mutter der Huren. Wenn da eine Mutter ist, dann müssen offensichtlich auch Kinder sein. Wer sind diese Kinder? Das werden wir noch sehen. Sie verfolgt die wahre Gemeinde Gottes und die Bibel sagt, es ist die große Stadt auf sieben Hügeln. Und es gibt nur eine Stadt, die all diese Punkte erfüllt und das ist die Kirche von Rom. Sie ist weltweit vertreten, sie sitzt an vielen Wassern, sie hat mit den Königen der Erde internationale Diplomatie, sie sendet und empfängt Diplomaten, sie hat weltweite Lehren, die sie vertritt, unbiblische Lehren, sie nennt sich, der Papst nennt sich Heiliger Vater. Jesus sagt, ihr sollt nur einer ist euer Vater, der im Himmel ist, ihr sollt niemanden auf Erden Vater nennen. Aber der Papst lässt sich mit Heiliger Vater
verehren. Er sagt sogar von sich, er ist ein anderer Gott auf Erden. Sie hat Purpur und Scharlach, die Farben, unglaublichen Reichtum, Grundbesitz, die Kunstschätze allein der Kirche werden auf mehrere Billionen Euro geschätzt. Vatikanmuseum, wer von euch schon mal da war, ist faszinierend, bezeichnet sich als Mutterkirche sogar. Die Mutter der Huren, sagt die Bibel. Die Kirche selber bezeichnet sich sogar, haben wir vorhin gesehen, als die Mutterkirche. Verfolgt die wahre Gemeinde, ja. Das Papsttum hat durch Inquisition und Kreuzzüge viele aufrichtige Christen umgebracht. Hexenverbannung, all diese Dinge kennen wir. Und sie ist die Stadt auf sieben Hügeln, ist die Siebenhügelstadt Rom. Also wir sehen die Hure Babylon, vorhergesagt in Offenbarung 17, kein anderes als die Kirche von Rom, der Reichtum, die Verfolgung. Und das war auch die Erkenntnis, nebenbei gesagt, die Reformatoren, Martin Luther und die Reformatoren haben ganz klar erkannt, dass der Papst in Rom der Antichrist ist. Das ist unser Glaubensgut. Die Mutterkirche, hier nochmal schön zu sehen, Ecclesiarum Mater, also die, und der ganzen Welt, et caput, ja, der ganzen Welt, die Mutterkirche der ganzen Welt. Das ist, was die Kirche für sich beansprucht, die wahre Kirche zu sein. Und die Töchter oder die Kinder, das können nur die Kirchen sein, die aus der Mutter Hure hervorgegangen sind. Und das sind keine anderen als die protestantischen Kirchen, die abgefallenen protestantischen Kirchen. Interessant, wir haben gesagt, das antike Babylon war ein Bündnis aus Politik, Religion und Kaufleuten. Und genauso ist auch das endzeitliche Babylon eine Mischung aus Politik, Religion mit falscher Anbetung, Sonntagsgesetz und der Wirtschaft. Das sehen wir heute. Die Weltwirtschaftskrise. Ja? Man sucht nach einer Weltlösung für die Weltwirtschaftskrise, einer Weltregierung, einer Weltreligion und einem Weltwirtschaftssystem. Babylon war bekannt für seine Kaufleute. Der Reichtum der Stadt, Babylon, ja, eins der mächtigsten und gewaltigsten Weltreiche, durch die Kaufleute. Ähnlich wie heute, Börsengewinne. Ja. Dow Jones beherrscht heute die Politik und die Wirtschaft. Abfall von Gott damals, Babylon, und heute haben wir gesehen mit dem Turm zu Babel und der Pyramide, genau die gleichen Symbole, nur in etwas abgewandelter Form. Für uns ist wichtig, Babylon ist ohne Frage, also die Ökumene, ist ohne Frage das prophezeite Reich des Antichristen. Und zwar, wie die Bibel sagt, das globale Weltreich kommt vor der Wiederkunft Christi. Erst kommt praktisch die Fälschung und dann kommt das Original. Satan kommt als Fälschung, er wird die Wiederkunft Christi vortäuschen, er wird das globale Weltreich des Antichristen, er wird die Personifizierung des Antichristen schlechthin sein. Die neue Weltordnung mit dem Sonntagsgesetz, all das kommt und kurz danach kommt Jesus wieder, denn die Bibel sagt, wenn sie Friede, Friede rufen, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben überfallen. Was ist mit Babylon damals passiert, mit dem antiken Babylon? Was ist da passiert? Der Euphrat? Genau. Und wofür steht der Euphrat? Wie bitte? Für das Wasser. Die Wassermengen wurden umgeleitet. Das heißt, die Unterstützung Babylons wird entzogen. Die Völker, die Nationen, was werden die denn am Ende erkennen? Was werden die Nationen am Ende erkennen? Dass sie getäuscht wurden. Und was wird dann mit Babylon passieren? Das werden wir gleich sehen. Also, vorher kommt das Falsche. Wir dürfen also wissen, wenn jetzt jemand erscheint und sagt, ich bin Jesus und eine neue Weltordnung verbreitet, wissen wir automatisch, es kann gar nicht Jesus sein, weil erst kommt das Falsche und dann kommt das Wahre. Gottes Warnung an Babylon, an das heutige Babylon und alle, die damit verbunden sind. Liebe Geschwister, wenn wir Teil der Hure sind, sagt die Bibel, dann sind wir mit ihr ein Fleisch. Wir können Teilhaber werden. Gott ruft aus, ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden
teilhaftig werdet. Und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Gilt das für uns? Ja. Ich denke ja. Das ist ein wichtiges Wort für uns auch, dass wir überlegen müssen, mit wem wir zusammenarbeiten. Ob wir wirklich gemeinsame Sache machen können oder ob wir in Gottes Augen, nicht in Menschenaugen, in Menschenaugen werden wir sicherlich als sehr wohlwollend aufgenommen in diesem Club, in der Ökumene. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist Gottes Wille? Wie sieht Gott diese Verbindung? Geht hinaus, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Gott sagt, da ist eine Trennung zwischen Licht und Finsternis. Keine Grauzone. Weil sonst werden wir möglicherweise Teilhaber. Diese werden die Hure hassen, sagt die Bibel, und sie verwüsten und sie mit Feuer verbrennen. Gottes Strafgericht über Babylon. Mit Feuer verbrannt und verwüstet, denn an einem Tag werden ihre Plagen kommen und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Das Blatt wird sich wandeln, die schöne Ökumene-Wand, die schöne Mauer, die Friedensfeiern, die großen Festlichkeiten angesichts der falschen Wiederkunft Jesu. Wir können uns das richtig vorstellen, wie es durch die Medien geht, wie die Welteinheit gefeiert wird. Jetzt kommt endlich Frieden, endlich das neue Zeitalter. Aber dann plötzlich, wie bei Babylon. Wie kam das Verderben in Babylon damals? Über Jahre hinweg oder plötzlich? Plötzlich. Plötzlich. Über Nacht. Der Hahn wurde zugedreht und die Truppen waren in Babylon drinnen. Über Nacht. Unerwartet. Unerwartet. Wir sollten bereit sein. Unerwartet. Wird Jesus wiederkommen. Unerwartet wird sich das Blatt wenden. Babylon wird vernichtet werden und wo vorher noch Festfreude war und Feierlichkeit, werden die Menschen erkennen, dass sie verführt wurden. Aber dann ist es zu spät, weil die Gnadenzeit vorbei ist. Babylon wird fallen. Und Gott sagt schon in Hesekiel, deshalb ja, weil sie mein Volk irreführen und sagen Friede, obwohl kein Friede da ist und baut es eine Wand. Siehe, sie bestreichen sie mit Tünche. Ja, die wahre Lehre wird beiseite geschoben, die Wand wird getüncht, einfach überpinselt, die verschiedenen Lehren. Sie soll fallen, sagt es zu den Tünchestreichern, es kommt ein überschwemmender Regen und ihre Hagelsteine, ihr werdet fallen und ein Sturmwind wird sie spalten. Der Sturmwind, die Wiederkunft Christi, die Mauer fällt. Wird man euch nicht sagen, wo ist das Getünchte, das ihr getüncht habt? Wie viel Energie haben die dran gesetzt, um diese Einheit hinzubasteln? Wie viele Gespräche? Wie viele Sitzungen? Wie viel Menschenleben das gekostet hat. Und wie viel Menschenleben, ja, das auch gekostet hat. Ja. Babylon, sagt die Bibel auch, ist voller Menschenseelen. Wie viel Verrat an Jesus? Wie viel Verrat an der Wahrheit? Und diese Wand, sagt die Bibel, wird fallen. Die Frage ist nur, werden wir ein Teil dieser Wand sein? Wir kommen jetzt zum etwas harten Teil. Die Frage, die wir uns stellen können, ist natürlich, können wir an der Ökumene teilnehmen? Können wir tatsächlich in Verbindung wie der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen beispielsweise, in welcher Form auch immer, ich lasse es jetzt mal einfach erstmal offen, teilhaben? Die Bibel sagt, ich ermahne euch, Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennung bewirken im Widerspruch zur Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Trennung von Licht und Finsternis. Denn solche dienen nicht unserem Herrn und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Ja, durch schöne Worte wird heute oftmals auch zur Ökumene verführt, auch zur Gastmitgliedschaft im ACK verführt. Man sagt, na, man könnte besser auf die verschiedenen Kirchen, auf die verschiedenen Leiter Einfluss haben. Man kann sich da nett unterhalten gemeinsam und da einwirken. Das sind die Argumente. Wohlklingende Worte, die erstmal plausibel klingen, aber wir wollen nicht danach gehen, was plausibel klingt oder was sich gut anhört, sondern wir wollen wirklich fragen, was Bibel und Zeugnisse dazu sagen. In Jakobus 4, Vers 4 heißt es, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt
Feindschaft gegen Gott ist. Wer der Welt Freund sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Es ist für mich tragisch, muss ich sagen, wenn ich sehe, wie sich die Bilder in gewisser Weise gleichen. Wir sehen praktisch hier im ACK auch adventistische Vertreter, die praktisch in dieser Mauer im Prinzip mit drinne stehen. Und wir müssen uns fragen, was sagen Bibel und Zeugnisse, kann man diesen Schritt wirklich mitgehen?